Bruder, lass mich nicht schnell das angemacht. Allah يبعث له مرض مش انا هيدا الله يبعث له مرض براسه كيف ان شاء الله بده الله يفنش النبس طب بنت مش بتخافي في داس بس كمان نافش يونغ ايش بين داس نيش والله بده الله دي منلش كتش وير نيت سو فيل وير نيت سو فيل sag mir das ins gesicht du würdest niemals trauen bodenstampfen wenn du deine Zähne machst was okay ich würde dich in den boden stampfen haben sag pass auf wie du redest ja du brauchst nicht in drei sekunden zerstören akbar akhushar du willst gegen mich kämpfen du lügst dich mit den falschen an ja freunde der Hildirei Kaimas ist mal wieder anders am dampfen man riecht es bis hier denn es gibt auf TikTok wieder Beef. Und es schreit förmlich nach einer Fortsetzung der TikTok Stars Fight Night, auf der ich im Übrigen das Wochenende über war. Ich muss sagen, es hat übertrieben viel Spaß gemacht. Man hat einfach die ganzen TikToker, auf die man sonst immer reagiert und über die man redet, mal live gesehen und einige davon sogar kennengelernt. Und diesmal haben sich zwei relativ stramme Menschen in die Haare gekriegt. Auf der einen Seite Mo Abdallah und auf der anderen Seite Hamza. Wer ist Hamza? Soweit ich mich nicht irre, heißt er bürgerlich Taufik und gehört zur Ramo-Familie. Er ist der jüngere Bruder von Abdulkadir und hat halt großes Gefallen an TikTok-Live-Matches gefunden. Es gab wohl ein TikTok-Live-Match zwischen Barello und Mo Abdallah. Mo Abdallah musste eine Ansage raushauen gegen Hamza. Hat er auch gemacht und hat ihn da wohl Abu Tanga genannt. Das ist so ein Spitzname, den man ihm gegeben hat. Des Weiteren macht man sich auch immer wieder lustig darüber, dass er keine Haare hat. Deswegen trägt er immer eine Cappy. Und um ihn da zu provozieren und aus der Reserve zu locken, lässt man den Song von Caillou laufen. Das triggert ihn und genau darauf baut dieser Beef auf. Wird man sagen, wir gönnen uns das Ganze auf entspannten, zurücklehnenden Hasen. Let's go. Salam alaikum. Alaikum salam. Schu, was hab ich gehört? Du hast Ansage gegen mich gemacht? Ja, er hat gesagt, Abu Tanga. Wenn du keinen Spaß verstehst, dann bist du hier falsch an der falschen Adresse, Hamza. Du weißt, dass das nur Spaß ist. Ich dir getan. Nichts, das ist ein Spiel. Das hier ist Spaß, Hamza. Das weißt du genauso wie ich. Damit die Ansage? Oder wie gesagt. Und er hat gesagt, Abu Tanga, das bedeutet der Sohn von Tanga. Also will ich nicht erwähnen, ist ein Tanga. Lass mich darauf rein, Hamza. Das ist nur Spaß, okay? Das hier ist ein Spiel. Hamza Abi, letztens habe ich dir gesagt, lass mal Mo Abi machen, Hamza. Du hast gesagt, nein. Und jetzt macht er an dich. Also nimmt er dich nicht an. Ich habe Hamza oft genug auch in Schutz genommen. Hört auf jetzt hier, Gas zu geben. Hamza ist ein Bruder. Das hier ist nur Spaß. Hamza ist ein Bruder. Das hier ist nur Spaß. Und es hätte so schön sein können mit diesen deeskalierenden Worten, wenn sie tatsächlich funktioniert hätten. Denn ihr wisst, King Fitna Barello ist dort am Start. Und er hat natürlich nicht zugelassen, dass das Ding zugemacht wird. Dementsprechend ging das Ganze weiter. Und nochmal zu eurer Erinnerung. Mo Abdallah, Kampfsportler, Profi, ein Riese, ein Monstrum, der auf die 150 Kilo zugeht, fast 2 Meter groß ist. Der anderen Seite Abu Hamza, der auch sehr, sehr stark und kräftig gebaut ist. Und man könnte ihn quasi gleichsetzen von den Technik und Skills und Geschwindigkeit her mit Mike Tyson in seiner Prime. Die beide geraten jetzt aneinander. Die Welt ist so verlogen. Es gibt keine richtigen Männer mehr auf dieser Welt, Wallah. Moabi? Was labert der, Wallah? Alles Heuchler, Wallah. Moabi, was sagt der, Wallah? Ja. Möge Allah dich erst recht leiten, Barello. Dich und deine Familie. Abi. Mo, dich auch inshallah. Ey, jeden von uns, nicht nur uns beiden. Ihr seid keine Männer in meinen Augen, Wallah. Ey, Moabi, Wallah. Mund, Alter, laber ich keine Scheiße, Alter. Bezieh das auf dich. Mach deinen Mund nicht auf. Seid kleine Kinder bei dir. Ja, ja, okay, dann geh doch raus. Du bist derjenige, der um Bestrafung spielt und das dann nicht durchzieht. Was bist du? Du bist das größte Kind. Barello zieht zumindest seine Bestrafung durch. Ja, das stimmt. Sehr, sehr viele ziehen ihre Bestrafung durch. Aber es gibt immer wieder Kandidaten, die empfinden einige Bestrafungen für zu hart und machen es einfach nicht. Aber am Ende des Tages spenden ja deren Fans genau dafür, dass ihr Idol oder Vorbild oder nennt es wie auch immer ihr wollt, ihr Star gewinnt. Und wenn es halt nicht reicht, dann muss man halt bestraft werden. Ganz einfache Geschichte. Wer macht ganz selten das Lied an? Ohne Grund. Ich nicht, Alter. Nerv nicht mit deinem Lied, Alter. Was hast du für Komplexe? Was hast du denn für Komplexe? Warum machst du die ganze Zeit? Ich bin beleidigt. Du kommst an. Ihr seid keine Männer in meinen Augen. Rede über dich selber, Habibi. Ja, er geht auf deine Männlichkeit. Wallah, du machst Wochen, seitdem du klein bist. Wallah, was redet er? Bruder, lass. Ich sag die ganze Zeit hier, ich versuch zwischen euch Rap zu machen und sag die ganze Zeit, Hamza ist dein Bruder, Hamza ist dein Bruder. Was ist los mit euch beiden? Was macht ihr jetzt ernst? Ey, guck mal. Mo, Wallah, ich bin das nicht. Wallah. Wallah, Mo, möge Allah dir Männlichkeit geben. Du bist kein Mann in meinen Augen. Wallah. Ich muss euch ganz kurz zum Verständnis zeigen, was die damit meinen, ja, diese Caillou-Song laufen zu lassen. Ja, Hamza, was meinen denn die da, ja? Barello, hör auf, Bruder, bitte. Oh mein Gott. Ey, Wallah, Hamza, bin ich ganz genau. Barello, hör auf, Bruder, Hamza ist Bruder, hör auf, bitte. Er macht das selber. Barello, hör auf, Bruder. Komm, der große Bruder von dir. Hört auf.
Barello, was los, Alter? Du bist doch sonst immer gut mit Hamza, der ist auch immer für dich da. Ich schwöre es euch, Mo Abdallah mittlerweile auf einem Level wie Barello, was diese Fitnerwachen angeht. Der Arm ist innerlich am Platzen, aber der Hamza sagt zurzeit noch nichts. Aber wir schauen mal weiter. Ist egal, wer das war. Niemals würde das Ding da Mo Abi machen, ja? Was denkst du bitte? Niemals, Bruder. Hamza ist Bruder. Du sagst, ich mit meinem Bruder und machst ein Lied von diesen ekligen an. Ich? Hier deine Rose. Ich? Die sagen alle, du warst es. Wie soll ich das gewesen sein? Ich weiß doch nicht mehr, wie das Lied heißt. Nee, dann wird einfach nicht, der das angemacht hat. Allah über Atlo Marat. Nicht alle Heider. Allah über Atlo Marat, Brasu. Krebs, inshallah. Oha, Bruder, der übertreibt richtig. Krebs, inshallah, sagt er. Leute, das ist etwas, damit macht man keinen Spaß. Er wünscht demjenigen, der das Lied hat laufen lassen, den Tod, die Hölle. Und dann sagt er Krebs, inshallah. Es ist gerade zu krank, wirklich. Er ist echt kurz davor zu platzen. Ich zeige euch ganz kurz, wie dieses Gerücht mit Caillou zustande kam. Er hat ja immer eine Cappy auf. Und es ist einmal passiert, dass er seinen Arm hochgemacht hat und seine Cappy rutschte hoch. Und da hat man halt gesehen, dass er eine Glatze hat. Das seht ihr hier auf dem Bild. Und ich finde es gar nicht schlimm. Ich meine, jeder zweite meiner Freunde hat eine Glatze und einen Bart wie er. Es ist einfach gar nicht schlimm. 0,0. Aber er wird halt mies getriggert dadurch. Fragt mich nicht, warum das der Fall ist. Und ganz kurz zwischendurch, weil das gerade so ein bisschen lustig ist. Dance with me. Come on and dance, dance. So, und jetzt wieder zurück zum Ernst der Dinge. Hi, Bruder, was sagst du, Alter? Wegen was denn? Jeder, der das angemacht hat. Ja, Rabbi. Was hat der, ja? Bruder, der macht Dua gegen dich. Khalas, Hamza, wallah, das nicht korrekt. Dua über den, der das angemacht hat. Möge Allah ihn vernichten, der das angemacht hat. Fragt mich nicht warum, vielleicht, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Spekulationen in den Raum werfen. Ist egal, Hamza, wenn du dieses Video sehen solltest. Bro, es ist nicht schlimm, nicht jeder muss so eine Mähne auf dem Kopf haben. Ist vollkommen in Ordnung, wenn man keine Haare auf dem Kopf hat. Also lass dich da nicht so leicht triggern. Schwieriger Mensch. Ach, Rudi, guck mal, nimm dir den Mund nicht zu voll, okay? Allah wird dich bestrafen für das, was du machst. Nerv nicht, Junge, ich bin das nicht. Allah, möge Allah dir Männlichkeit geben. Ich werde nicht so viel. Allah, du bist kein Mann in meinen Augen, Allah. Ja, okay, ist gut. Du bist ein was, wolltest du sagen? Hamza ist ein kleiner Junge, der hier um Bestrafung spielt und seine Bestrafung dann nicht macht. Fertig, Ende aus. Ich brauch doch keine Bestätigung von jemandem, der hier die größten Komplexe hat. Ich bin die ganze Zeit den Jungen in Schutz am Nehmen und der, keine Ahnung, was mit dir los ist, Hamza. Du bist wie so ein kleines Kind gerade, ja. Machst die ganze Zeit dieses Lied an. Ich bin das nicht, Wallah al-Azim, ich bin das nicht. Ich werde noch auf Allah, ja, Sennami. Ja. Die schreiben alle da rein, dass ja, du das machst. Ja, weil die hier bei mir im Wohnzimmer sitzen, ne? Wallah. Guck mal, er guckt auf sein zweites Handy. Außerdem Hamza, hinter dem Handy zurück, ganz einfach und ist ganz umsonst. Sag mir das ins Gesicht, du würdest niemals trauen. Oh! Boden stampfen, wenn du dann noch machst. Was? Okay, ich würde dich in den Boden stampfen, Hamza. Pass auf, wie du redest. Ja, okay? Den Koran nicht in drei Sekunden zerstören. Nein, er würde ihn nicht in 3 Sekunden zerstören. Ich würde sehr stark davon ausgehen, dass es, wenn es zu einem Kampf kommt zwischen Mo Abdallah und Hamza, dass Mo Abdallah ihn schon relativ leicht wegballern würde. Ja, nee, ich meine, der ist ein Profi. Er wiegt fast 150 Kilo mittlerweile. Ist fast 2 Meter groß. Das heißt, er ist in allen Bereichen dem Hamza überlegen. Das Einzige, was Hamza hat, ist ein guter Körper und das auch nur aufgrund von, vielleicht, ich will jetzt hier keine Lügen oder so verbreiten, aber ich habe mitgekriegt in einem Gespräch zwischen Hamza und Hamid, dass die beide Testo ballern. Jeder, der ein wenig trainiert, weiß, dass Männer, die Testo spritzen, aufgeblähte Muskeln haben, nicht wirklich stark sind. Also vielleicht krafttechnisch ja, aber nicht in dem Kampf. Vor allem nicht gegen einen Weltmeister, Kickbox-Weltmeister, der auch noch genetisch so begnadet ist. So, der würde ihn niemals in 30 Sekunden wegballern. Niemals. Auf der Straße vielleicht mit Messer oder Waffe, ja, aber niemals in einem normalen Kampf. Was? Und dann machst du auf, oder was? Komm nach Berlin. Was will ich denn? Was, komm nach Berlin, Mama. Nerv nicht mit deinem Komm nach Berlin. Du kommst nicht mit kleinen Kindern. So, ich nerv nicht. Komm, lass mal hier rausgehen, Bruder. Komm, rede nicht zu groß. Noch 5 Minuten. Bruder, ich will nicht mit dir diskutieren. Ich war doch schon 100 Mal in Berlin. Wo warst du denn? Ich hab dich gar nicht mal gesehen. Ich geb dir meinen Instagram. Ruf mich an. Warum hab ich dich anrufen? Was will ich denn mit dir? Du willst gegen mich kämpfen? Er sagt einfach, Achushar Mutter. Also
ich will jetzt hier kein Öl ins Feuer gießen oder so, Freunde, aber ich sag euch ganz ehrlich, wäre ich Mo, würde ich mir das nicht... Nein, Spaß, komm nicht. Du willst gegen mich kämpfen? Ich bin jetzt für Mugi, immer bei Jandek, Alter, du Bock. Komm doch. Was sagt er? Was? Du komm nach Berlin, 6 Stunden fahren für dich oder was? Denkst du, ich fahre für dich? Ja, dann mach den Mund nicht auf. Mach den Mund nicht auf. Ja, was willst du mir zeigen? Was willst du mir zeigen? Wie du dir Testo spritzt? Willst du mir das zeigen? Oh, wie du Testo spritzt, ha? Ich werde die Zelle zeigen. Hast du viel Testo geballert und hast jetzt Eier bekommen? Ha? Komm nach Berlin, dann reden wir weiter, Mo. Wir brauchen nicht zu reden. Kannst du mich mit Eier bewerfen? Hol mal Eier. Das war ganz übel. Denn ich meine, er zieht jetzt den älteren Bruder von Abu Hamza mit rein, der durch eine Spiegel-TV-Doku quasi diffamiert wurde. Alle nennen ihn jetzt Eierdieb, Eierwerfer, weil er halt seine Nachbarn mit Eiern beworfen hat. Ich muss euch hier aber fairerweise dazu sagen, ich habe Kontakt zu ihm gehabt nach dieser Spiegel-TV-Doku, habe mit ihm gequatscht, hin und her geredet. Der Mann ist absolut korrekt. Also so auf privater Ebene, auch auf TikTok habe ich ihn manchmal gesehen, war er auch live sehr sympathisch und sehr korrekt. Null auf Beef aus, null auf Stress, null Faxen. Der hat einfach sein Ding durchgezogen. Ja, er hat mal auf seine Nachbarn Eier geworfen. Das hat man in der Doku gesehen. Und ja, er hat da hin und wieder Ausraster gehabt. Aber man hat die andere Seite nicht gezeigt, dass man ihm mal Schweinekopf vor die Tür gelegt hatte. Hakenkreuze an der Wand, wo seine Tür ist, hinmalt. Dass er da auch schikaniert wurde, hat man nicht gesehen in der Doku. Er hat mir noch viele andere Sachen gezeigt. Aber ich meine, eine Geschichte hat immer zwei Seiten. Wir haben nur die eine gesehen, die gegen ihn gerichtet war. Und ich will ja gar nicht sagen, dass er unschuldig ist oder sonst was, aber diese Thematik hier jetzt aufzugreifen, weil der ältere Bruder von einem, sage ich mal, so einen Ruf hat, das gegen einen zu benutzen, ob das so geil ist, wage ich mal zu bezweifeln. Hol mal Eier, der will mich mit Eier bewerben. Bam, Barello, bam. Du legst dich mit dem Falschen an. Hamza, sag ja, Hamar. Beruhig dich. Ich habe dir 100 Mal gesagt, das hier ist Spaß. Nimm das nicht so persönlich. Aber du sagst Sachen, die man dann nicht mehr zurücknehmen kann. Hamza, ich hab doch nichts gegen dich. Inter-Rijal. Guck mal, was gehst du auf Familie? Bist du krank? Ich bin nicht auf Familie. Im Makmara. Ich weiß nicht, was im Makmara oder so heißt, aber Mo sagt zu ihm, wieso gehst du auf Familie? Und das ist halt Kacke. Heißt Muck, mal deine Mutter irgendwas. Echt? Okay. Was mit deiner Mutter, glaube ich. Auf jeden Fall ist das nicht die feine englische Art, sage ich euch, wie es ist. So, das sind halt zwei Typen, die mit sich nicht reden lassen. Steigern sich zu weit rein. Was ich aber gut finde, ist, dass Mo Abdallah versucht, deeskalierend wenigstens zu wirken. Du gehst auf... Wir haben eine Warnung bekommen von Hamza. Hamza, geh mal raus. Ja, was hast du gesagt? Bruder, der Hamza geht auf Familie. Was sagt er genau? Bruder, nix. Einfach, Bruder, also, 100% im Makmara, im Makmara, bei Yatrijan. Guck mal, was gehst du auf Familie? Bist du krank? Ich bin nicht auf Familie. Im Makmara, auf Familie. Du gehst auf Familie. Wir haben eine Warnung bekommen von Hamza. Hamza, geh mal raus. Ja, was hast du gesagt? Bruder, der Hamza geht auf Familie. Natürlich nicht die feine englische Art, auf Familie zu gehen. Was mich aber absolut beeindruckt hat, ja, waren die lyrischen Ergüsse von dieser Laura, die ich hier auch zum ersten Mal sehe. Also, sie hat gerade einen Satz gesprochen und ich habe bis dato gar nicht gemerkt, dass sie dabei war. Ich frage mich gerade, aus welcher Hölle ist die auf einmal hier aufgetaucht? Was sagt er genau? Bruder, nix. Einfach, Bruder, was willst du von einem erwarten, der hier um Bestrafungen spielt und dann seine Bestrafung nicht macht? Was ja, ist so? Ja, was? So einem sagen. Was willst du zu so einem sagen? Was? Sag mal. Hä? Keine Ahnung, Bruder. Ja, Freunde, so viel zu dem Beef zwischen Abu Hamza und Mo Abdallah. Ich hab's damals schon gesagt, ich sag's jetzt immer noch. Diese Bestrafungen, die Ansagen, die danach gedroppt werden, ziehen sehr, sehr viele Leute an. Aber am Ende des Tages entsteht daraus auch relativ schnell Beef. Vor allem, wenn man es gegenüber Leuten ausspricht, die im Internet zwar sich befinden, aber nicht in der Lage sind, mit so etwas umzugehen. Das Schlimmste an der Sache ist, ich kann es nachvollziehen, wenn zum Beispiel ein Azad kommen würde. Würde. Oder einer, der B sagt, nein, Spaß. Irgendein anderer, der mit TikTok nichts zu tun hat, irgendein Rapper, der, sage ich mal, einen kredibilen Ruf sich aufgebaut hat und eine Ansage kassiert von irgendwelchen Clowns, in Anführungsstrichen, wie Barello oder sonst wem da draußen. Wenn er sich aufregt, ich kann zu 100% nachvollziehen, aber Abu Hamza macht das doch selber permanent und haut doch selber Ansagen raus gegen Person XY, gegen wen auch immer. Der muss doch verstehen, dass das deren Masche ist. Oder er spielt extra da gerade mit,
und steigert sich so da rein, weil er weiß, das generiert Zuschauer. So viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir eure Meinung sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns am nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.